Wir sollen uns also ausruhen. Jetzt bin ich mal gespannt. Also wir sollten uns ausruhen. Was ist das? Na gut. Theoretisch essen? Jede Menge Blumis. Hier entsteht eine Karte, da kann ich drauf wetten. Achso. Reese? Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Okay, das finde ich ganz cool, dass die auch mal keine Zeit haben. Mit. Was ist das? Ach, das ist ein Instrument. Wie geil! Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Wie jetzt? Das ist vorbei. Am Arsch. Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrod T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Juhu. Selbst die Übergänge sind wie in den Filmen früher. Voll gut. Apropos, wollte ich euch ja noch erzählen. Das ist Bogart. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Mach ich gleich. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Kerl. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bin immer noch nicht überzeugt. Davon, jemand, dass Angelina Jolies Synchronstimme die passende hierfür ist. Aber gut. Ist meine persönliche Meinung. So, darf ich jetzt? Oder? Nee, gut. Jetzt darf ich. So, was ich euch erzählen wollte. Aber wenn schon einer hier ist, dieses Spiel läuft zeitlich gesehen vor, nein, nicht vor, zwischen,
zwischen Episode 3 und nicht vorhandener Episode 4. Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. So, so, wir sollen nach links laufen, hat man mir mal geflüstert. Also, um das nochmal einzusortieren, bewegen wir uns zeitlich betrachtet also vor vor Episode 4, also vor den guten Star Wars Teilen und nach dem letzten beschissenen Star Wars Teil, heißt, der Todesstern ist noch nicht explodiert und alle wichtigen uns bekannten Charaktere leben noch. Deswegen, wir können Yoda über den Weg laufen, wir können Obi-Wan über den Weg laufen, das ist alles kein Problem. So, Speicherpunkt. Oh, nice. Ja, und jetzt? Und wenn ich das nicht will? Wow. Das nicht geheißen, man kann keine... Ja gut. Ja. Okay. Nice. Was können wir sonst noch so machen? Ah, okay. Hier ist quasi alles, was mit Macht zu tun hat. Hier ist alles, was mit Lichtschwert zu tun. Ich verstehe. Okay. Ja, nice. Geil. Okay, jetzt verstehe ich so einiges. Kells maximale Macht erhöht sich, das ist cool. Alter, was? Okay. Nice. Voll geil. Ja, kann man mal machen. Ja, finde ich ganz geil. Voll gut. So, was ist jetzt das? Ah, Leben und Dings werden wiederhergestellt. Ich verstehe. Very nice. Oh, hey, BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Ach, diese Scheiße geht mir hier so... auf die Nüsse. Hui, untot. So, grundsätzlich hier kann man nichts machen. Verstehe. Dann klettern wir doch mal in die Richtung. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll.
Rechtes Gewölbe. Okay. Und jetzt? Muss ich jetzt hier einmal alles gemacht haben, oder was? Ja. Gut, verstehe. Gut. So. Bin jetzt aber neugierig. Ich eier jetzt erstmal hier lang. Weil ich habe irgendwie the feeling, das ist ein großer Käfer. Alles klar, das zum Thema, man kann keine Köpfe abhauen. Es wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Okay. Nice. Deswegen lohnt es sich, sich sowas anzugucken. Hier geht's nicht weiter. Darum hat BD1 mich gewarnt. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Alles klar. Das war jetzt nicht ganz das, was ich dachte. Aber. Ups. Irgendwo hier soll irgendwas sein. Ich weiß nur nicht was. Ich bin auch ein Spacko. Anne, du kannst noch nicht fliegen. Lass das. Hier geht's auch nicht weiter. Hier ist wieder das. Haben wir gerade gevierteilt Ding? Ich verstehe. Gut. So. So. Dann. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Gehüpf. Gehüpf. Ja, nee, wir gehen erstmal. Ach, da hat er uns, glaube ich, gerade hochgeschickt. Boing. Okay.
Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Ei, yippie! Nö, okay, ich dachte. Saalrutsche? Wie hast du das gewusst? Halt, hast du nicht? Warte mal, halt. Wenn es hier weitergeht, gehen wir grundsätzlich erstmal woanders hin. Wir werden noch keine neuen Fertigkeiten haben, denke ich. Nein. Gut. Dann ruhen wir uns trotzdem aus. Weil wegen mehr Leben. So, und dann schauen wir doch mal. Diese Tür ist von der anderen. Am Arsch! Schon klar, aber ich will mir da drüben mal was ansehen. Ja, das möchte ich wohl. Nee, du bist schon so ein bisschen dämlich, oder? So, hier. So weit nix. Hallo? Achso. Entschuldigung. Wenn das Laserschwert zur Taschenlampe wird. Oder zu Deutsch, wir haben eine Laserlampe. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimmer als Grease. What? Ah, aua. Okay, das ist nice. Das möchte ich gerne wissen. So. Wir sind wieder hier. Das ist eine sehr gute Frage. Aua. Deine trifft natürlich das Loch. So bitte wieder oben lang, danke. Hä? Wofür habe ich die Macht gerade eingesetzt? Macht! Macht sauber! Hüpf!
Aua. Gut, wir sind schon mal hier drin. Das ist ja schon mal was. So, wir können klettern. Und wir können sterben. Verstehe ich nicht. Will mir gerade nicht so in den Kopf. Der Jedi hat an diesem Ort die Kugel studiert. Ich fühle immer noch seine Aufregung. Aha. I did it. No! Oh, warte, da ist ein Spalter. Nice! Ich kann mich frei bewegen. Hier geht's bestimmt noch weiter. Oder? Irgendwie geht's doch hier bestimmt weiter. Irgendwie kommt man doch bestimmt da hoch. Frage ist nur wie. Vielleicht aber auch nicht und ich stelle mich gerade extrem dämlich an. Andererseits, wie kämen wir sonst zurück? Vielleicht so. Nein, so nicht. So sterben wir. Gut. Heißt auf gut Deutsch, irgendwo muss es weitergehen. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Warum nicht? Vielleicht hier lang? Aha! Hupf! Ich habe die Macht! Im wahrsten Sinne des Wortes. Hupf. So, jetzt machen wir den Feigling. Meditieren nochmal. Und dann holen wir uns mal das dicke Monsterchen. Aha. Weiter geht's. Finde ich ein sehr cooles System übrigens. Macht Spaß. Frage ist,
Was mich halt super nervt. Ob man da hätte irgendwas machen können. Irgendwas, was ich abschalten kann? Nein, gut. Weiter geht's. Lopimop. Das kann ich das? Nein, kann ich nicht. Ich weiß. Thema hatten wir schon. Danke. Ey, Specki, ich komme, um dich zu holen. Und auch nicht. Weil ich wie ein Geistesbehinderter irgendwo gegenrenne. Becky! Ja, klar. Naja, gut. So, jetzt ist die Frage. Ist das das Neue oder ist das das Alte? Lasst es uns herausfinden. Nein, da hinten leuchtet nichts mehr, das ist definitiv... Nein, zu kurz. So, einen Versuch gebe ich dem Frosch noch, Mann! Ich weiß. Ich kürze jetzt aber ab. Irgendwie werfen oder so kann ich das Ding nicht. Okay. Aha! Ich hab ja Sausack wieder voll Energie. Alter! Mit den neuen Infos gibt er doch noch einen Versuch, aber dann ist echt Feierabend. Ja, ja, ich weiß. Wir müssen in die andere Richtung. Dann fallen wir auch nicht wieder hier runter.
So. Nicht schwer an, dann nimm die breite Öffnung. Jo, Bro. Lass uns Freunde sein. Lass uns Freunde sein. Was? Im elenden Krieg ist das denn jetzt? Falscher Knopf. Ah!